Ja, liebe Besucherinnen, liebe Besucher des 30. Ruderstädter Altstadtfestes. Ich heiße Sie herzlich willkommen in Ruderstadt, in Schillers heimlicher Geliebten, zum Jubiläums-Altstadtfest 2024. Altstadtfest. Ja, jetzt ist genau die richtige Gelegenheit, sich auch aus den hinteren Sitzplätzen so langsam in Bewegung zu setzen und an die Bühne zu kommen, die auch in diesem Jahr wieder an dieser Stelle steht, wo sie, naja, nicht ganz seit dem ersten Ruderstädter Altstadtfest ihren Platz gefunden hat. Das hat ja mal an einem ganz anderen Ort angefangen, und zwar vorne am Günterbrunnen 1993. Und ich habe heute extra nochmal verglichen. Wenn man jetzt also so mal nachzählt, 93, 2024, wieso 30 Jahre? Naja, weil es ja immer das eine Jahr in der Zählung noch dazukommt und zwei Jahre mal zwischendurch rausgefallen sind, aus den Gründen, die wir jetzt hier nicht nochmal besprechen wollen. Ne? Ja, schön, dass ihr da seid. Wetter sieht heute Daumen hoch aus. Auch wenn ich das am Anfang heute nicht so vermutet hätte. Ich gucke so drauf, ich dachte, nö, aber schön. Alle fein aufgegessen, das ist toll. Sehr schön wird. Ich heiße Sie nochmals herzlich willkommen, wünsche Ihnen drei unvergessliche Tage und erkläre das 30. Ruderstädter Altstadtfest für eröffnet. Besucherinnen und Besucher, zunächst möchte ich mich im Namen unseres gesamten Teams zusammen mit Melissa, unserer neuen Mitarbeiterin, bedanken. Auch bei allen Sponsoren natürlich und Förderern, die nicht nur jetzt in diesem Jahr, sondern auch in den vergangenen Jahren unser wunderschönes Ruderstädter Altstadtfest möglich gemacht haben. Bei den ehemaligen Teammitgliedern aber, und jetzt kommt das dicke Aber, sonst wären wir nicht extra auf diese Bühne gekommen, denn das allein macht unser Bürgermeister, und das macht er schon seit vielen Jahren. Nein, wir wollen uns tatsächlich bei einer Person bedanken, die vielleicht gar nicht damit rechnet und der eigentlich, wenn es um das Ruderstädter Altstadtfest geht, dem allergrößten Dank gebührt. Das ist, Sie können sich's denken, unser Bürgermeister Jörg Reiche, und das ist er nicht deshalb, weil er jetzt Bürgermeister in Ruderstadt ist, sondern weil, und ich glaube, ich lehne mich da nicht zu weit aus dem Fenster, es dieses Altstadtfest nicht mehr geben würde und vermutlich es auch nicht in dieser Form und überhaupt geben würde, wenn Jörg Reichel nicht tatsächlich seit 30 Jahren von der ersten Stunde an dieses Altstadtfest mit aus der Taufe gehoben, über diese ganzen 30 Jahre hinweg geprägt hätte und auch dazu beigetragen hat, dass es letztendlich in der Stadtverwaltung 2011 zum ersten Mal organisiert wurde. Deswegen einen ganz, ganz herzlichen Dank von unserem Team an unseren Jörg Reichel. Yeah.
aktuelles Album mittendrin, also hier mittendrin beim Rudolstädter Jubiläumsveranstaltung. Da habe ich gefunden, das ist ein abwechslungsreiches Programm und hat eine kleine Botschaft. Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Achim, was willst du deinem Publikum damit sagen? Ist relativ einfach erklärt. Also, du redest von Tinte. Und das ist der Refrain von Tinte, also ein Teil des Refrains. Der ist tatsächlich nicht so kommerziell, weil er ein bisschen komplizierter ist. Ist jetzt nicht der typische Ich lieb dich, du liebst mich, Schubidu-Zeug, was im Schlager so üblich ist oder gelegentlich mal vorkommt. Ist auch mal schön, ist auch vollkommen in Ordnung, will auch nichts Negatives darüber sagen. Aber letztlich ist zu dem Zeitpunkt, weil es geht um gute und schlechte Zeiten, die man erlebt. Und du bist derjenige, der was draus macht. Also du lernst entweder aus den schlechten Zeiten, aus guten Zeiten lernt man meistens nicht so viel, aber aus den schlechten Zeiten. Und das, wo kommst du her, wo gehst du hin, denk mal drüber nach, weißt du, so bleib auch mal stehen, bleib auch mal stehen, du musst nicht immer die ganze Zeit hin und her hetzen, das muss nicht sein. Das ist eigentlich die Botschaft. Die Botschaft ist eigentlich so, sinnier ein bisschen über dein Leben. Ist das genau das, was du haben willst? Und wenn ja, super. Es gibt viele Leute, die glücklich sind in dem Hier und Jetzt. Ich zum Beispiel. Dann gibt es, glaube ich, noch so einen Titel, der heißt Rettungsboot. Was ist für Achim Petri so das Rettungsboot, wenn der Tag mal nicht so gelaufen ist? Wie es auch in dem Song auch kommt, Familie. Also Familie, wenn ich nach Hause komme, macht die Tür zu. Meine Familie, meine kleine Familie, also meine Jungs, mein Großer ist jetzt 18 geworden, der Kleine in Anführungszeichen, der ist so groß. Der ist 16. Wir haben ganz andere Themen inzwischen als ich komme nach Hause und muss nicht über Musik reden. Und das ist eigentlich das Schönste, was es überhaupt gibt. Genauso wie mit meiner Frau. Wir waren ich bin jetzt nächstes Jahr 25 Jahre mit ihr verheiratet, was in der Branche auch nicht so üblich ist, aber ich habe andere Themen mit meiner Frau. Also das sind ganz andere Themen, die wirklich, und da bin ich auch froh drüber. Ich muss nicht über Arbeit reden, wenn ich nach Hause komme. Ich bin da einfach nur einer von uns Vieren. Und genau dasselbe ist auch, was die Familie, und darum geht es ja bei Rettungsboot auch. Auch die Familie, auch die, mein Vater, mein Schwiegervater. Also weil ich weiß, ich kann mich auf die verlassen. Das ist das Wichtigste. Das ist mein Rettungsboot. Also weil ich weiß auch, meine Frau, jetzt war ein Freudscher, ich wollte sagen Frau, ich meinte meine Mutter. Scheiße. Auf jeden Fall, meine Mutter ist so die Glucke bei uns, die wirklich so, meine Frau ist genauso. Also die hält immer so eine Glocke über uns und das war, meine Mutter war, ist da wie ein Löwe. Also, und ich weiß, da, und darum geht halt auch in dem Song. Und Familie ist für mich das Wichtigste. Dann danke ich recht herzlich für das kurze Interview. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß auf der Bühne mit den Rudolstädtern. Und ich kenne die Rudolstädter, ich bin schon ein paar Mal aufgetreten. Ja. Und dann vielleicht sehen wir uns mal wieder. Besten Dank. Ich hoffe doch. We'll be right back.
Erstes möchte ich erstmal einen wunderschönen guten Abend wünschen. Rudolstadt, einen wunderschönen guten Abend euch! Wir haben noch nichts gemacht. Wir fangen jetzt erst an. Und ich hoffe, ihr habt viel Zeit mitgebracht, weil wir haben richtig Bock, heute zu spielen. Habt ihr richtig Bock, auch mitzusingen? Ich glaube euch noch nicht. Habt ihr richtig Bock, mitzusingen? Ich verlasse mich auf euch. Ich weiß, dass ich das kann, weil ich war schon ein paar Mal hier. Also dementsprechend, ich verlasse mich auf euch. Und zu dem, ich war schon ein paar Mal hier, da kommen wir gleich zu. Aber erstmal denke ich, ihr seid nicht gekommen, um mich labern zu hören, oder ihr wollt einfach nur mitsingen, oder? Wie sieht das aus? Dann machen wir das doch einfach, oder? Wieso und weshalb?